Wir sind hier in Altenahr im Hotelrestaurant Ruhland. Wir liegen direkt an der Ahr und sind ein familiengeführtes Hotelrestaurant in fünfter Generation. Wir freuen uns, Gäste in unserem Restaurant kulinarisch verwöhnen zu dürfen. Und unser Hotel lädt zu mehrtägigen Urlauben an der Ahr ein. Wir waren hier auch von der Flut betroffen. Wir hatten hier in Altenahr einen Pegelstand von ca. 13 Metern, was für uns hier bedeutet. Im Restaurant hatten wir noch 2 Meter Wasser stehen. Der Schlamm war 50 cm hoch, also bis zum Knie hieß es. Einfach alles raus, weil alles zerstört war. Eine große Unterstützung gab es dann von den Angestellten, von Familie und Freunden sowie von den Einheimischen hier, die einfach gekommen sind und direkt mit angepackt haben. Und dann war es eigentlich auch für die Familie direkt klar, dass es weitergehen soll, dass wir wieder aufbauen. Die Restaurantstruktur haben wir im Groben behalten, sind aber dann gegangen, wir wollen es besser machen. Wir haben viel mit Holz gemacht, viel mit dem Schiefer, der hier für die A-Region sehr typisch ist. Für unsere Hotelgäste haben wir einen neuen Wellnessbereich geschaffen mit 2 finnischen Saunen und einer Infrarotkabine. Hier kann man sich auch nach einer langen Wanderung mal entspannen und die Seele baumeln lassen. Auch super in unserem Ruhebereich mit direktem Blick auf die Ahrfelsen. Da ist einfach Entspannung super möglich. Unsere Weiterentwicklung ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Diese möchten wir weiter fortführen. Es steht an, weitere Zimmer zu modernisieren und eine nachhaltige Energiegewinnung umzusetzen. Das bedeutet, Photovoltaik und Solarthermien aufs Dach zu bringen und die Energie-Wärmerückgewinnung der Kühlhäuser umzusetzen. Zusätzlich geht nun die 6. Generation in die Gastronomieausbildung, sodass die Zukunft des Hotel-Restaurantbetriebs innerhalb der Familie gesichert ist und wir auch weiterhin unsere Gäste verwöhnen dürfen.